Man wird feststellen, also es gibt ohnehin keine andere Wissenschaft, die auf Physik verzichten kann. Die Physik als Wissenschaft kann auf andere anderen verzichten, weil sie sich eben dem Strukturproblem zugewandt hat, also Struktur der Materie, Struktur des Kosmos und so weiter. Und Biologie ohne Physik geht nicht, Chemie ohne Physik geht auch nicht. Und Archäologie ohne die entsprechenden radioaktiven Zerfallsreihen, um die Altersbestimmung möglich zu machen, geht auch nicht mehr. Selbst in den Sozialwissenschaften wird heute immer häufiger darüber nachgedacht, soziale Veränderungen können nicht nur soziale Gründe haben, sondern auch physikalische im Sinne von der klimatologischen und so weiter. Mein Name ist Stoll, Abster Stoll. Ich bin promovierter Naturwissenschaftler. Ich habe Physik, Mathematik und Geologie studiert. Ruhe da hinten! Alle anderen Wissenschaften zählen nur die Naturwissenschaften. Im Prinzip brauchen wir nur drei Wissenschaften, um alles zu beschreiben: Physik, Mathematik, Philosophie. Alles andere ist unnötig. Medizin ist Mathematik, Physik. Biologie. Na, Biologie ist Physik. Statistik spielt eine immer größere Rolle. Genau die gleiche Geschichte beim Urknall. Also wir haben so starke Indizien, dass diese Theorien alle auf was hinauslaufen, auf eine vereinigte Feldtheorie vielleicht auch. Nur eine vereinigte Feldtheorie ist keine, die unsere aktuellen Lebensprobleme löst. Klar, der Mensch ist eine energetische Matrix. Laut einer Feldtheorie bestehen aus, wer weiß das, wieder keiner, elektrische Energie, magnetische Energie, informatische Energie, gravimetrische Energie und ist gebunden an die drei Energiefelder Raum, Zeit, Bewegung. Klar, ja, Sie müssen schon Ihren Kopf jetzt zum Denken benutzen und nicht als Zuständer.